Und damit willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Legends Remastered. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Mission 2. Ich würde mal sagen, bevor wir irgendwas platzieren. Jetzt haben wir lustigerweise Pause. Bevor wir irgendwas platzieren, gucken wir uns erstmal die Map an. Jetzt kämpfen wir gegen Eis. Und zwar so. Wir kämpfen hier echt gegen die Maginot-Linie. Können wir die irgendwo umlaufen vielleicht? Leider gibt es diese Ruderboote nicht hier. Mann, das schreit förmlich danach. Aber schön, da ist die Mauer. Die muss weg. Da drüben ist noch einer. Wir haben zwei Gegner, alles klar. Einer von... Kommt der hier durch? Der kommt hier durch. Einer von Norden, wenn man es so betrachten. Wie möchte ich es eigentlich anschauen? So oder so? Ich bräuchte ja echt mal so eine Standardsicht, aber ich glaube, ich lasse es so. So gefällt es mir. Einmal links und einmal oben. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Wir haben hier sogar schon eine Mauer aufgestellt. Was aber nicht viel bringt, weil der Gegner von dort und dort kommen kann. Alles klar, wir könnten hier sogar eine kompakte Burg errichten. Okay, ich würde sagen, Vorratslager da unten. So in dem Bereich. Speicher etwa. Leute kommen auf die Burg. So. Mal ganz, mich mal wirklich aktiv dran erinnern. Häuser, 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 Häuser. Was wollte ich bauen? Ah. Ich habe gerade so ein bisschen was im Kopf. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich es mir... irgendwie im Ansatz vorstelle. Komm, machen wir noch ein drittes her. So. Warum habe ich die Holzfäller eigentlich dahin? Hier passt es doch auch super. Hier passt es sogar noch besser. Dann einmal ein Steinbruch. Und einmal Eisenmine. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir einen Ochsen brauchen fürs Eisen oder nicht. Ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal. Wir müssen echt mal beobachten, ob der Ochse das Eisen bringt oder nicht. Wir haben aber diesmal kein Zeitlimit, das ist was Schönes. Dafür wird man bestimmt angegriffen. So. Bin gerade am Überlegen, wie will ich das tun? Machen wir es mal so. Die Waffenkammer haue ich in etwa. Sogar fast tatsächlich hier rüber. Dahin. Hierhin wird sich's auch ein bisschen anbieten. Ach kommt, ich mach's ja hier. Okay, falls ihr euch fragt, warum ich es eins nach hinten versetze. Ja, damit es hier besser hinhaut. Ich hätte sogar noch eins weiter nach vorne setzen können. Ich habe sogar nach zwei nach hinten. Ups. So, die Burg wird jetzt doch viel größer als zuerst gedacht. Und gewollt. Aber okay. Doppelwall passt schon. So. Dass das hier wieder reingeht. Ja, warum nicht? Obwohl, wenn ich es gerade schon so sehe... Doch lieber so. Ihr seid der zweitgrößte Burgherr, Sire. So, Truppen bitte. Im Fünferpack gefällt mir ganz gut. Ich bin der zweitgrößte? Ich habe es jetzt vergessen, Nahrung zu bauen. Das passt da nicht hin, my lord. Wie viele Reserven haben wir noch? Können wir ein bisschen was kaufen? Haut hoffentlich noch hin, bis die ersten Lieferungen kommen. Na.
Ja, komm, machen wir es dahin. Das dürfte noch hinhauen. Ich hätte den gern den Kornspeicher in der Burg. Aber wir können direkt daneben mal so ein Torhaus hinklatschen. Mehr oder minder daneben. Ja, machen wir es so hin. Ein Verbündeter schickt uns Verstärkung. Achso, ich dachte schon fast, dass einer von den Eistypen mein Verbündeter ist, aber... Ja, stimmt, da war ja auch was. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ja doch. Wisst ihr was? Kack drauf. Ich platziere den Kornspeicher nochmal um. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Seid ihr meine Verstärkung oder seid ihr Feinde? Ihr seid Feinde, alles klar. Wird angegriffen. Dann wissen wir Bescheid. Und Speicher kommt doch hierher. Da ist die Verstärkung. Ich glaube, mittlerweile mache ich die Burg unglaublich klein und kompakt. Ich mache das jetzt tatsächlich so. Eure Beliebtheit sinkt. Dass der Doppelwall etwa hier rüber geht. Weiter nicht. Und hier etwa auch so rüber. Ist mir egal, was meine Beliebtheit sinkt. Sollen wir mal leise ins Ohr singen, die Beliebtheit? So. Problem ist, hier haben wir gerade kein Torhaus, wo wir durch können. Vielleicht wollen wir gar nicht da oben durch, oder? Ich meine, hier sind noch keine Ressourcen, die wir abernten wollen. Durchaus sinnig. Dann haue ich hier nämlich ein Torhaus rein. Mache ich es dahin. Das mit dem Vorratslager ist dann so eine Sache. Wenn das jetzt hier noch reinliefern sollte, ist ein bisschen größerer Weg da entlang. Aber die Burg soll sowieso wenig Produktion an sich drin haben. Das meiste ist außerhalb. Vielmehr soll es jetzt so gehen in etwa. Wir können aber noch ein weiteres Tor machen. Ja, der Klassiker wieder. Die Burg ist umzingelt. Ja, nee, das ist schon okay. Natürlich. Das ist erstmal erste Schicht. Ich glaube, ich mache dann einfach das Vorratslager noch mit rein in der zweiten Schicht oder so. Ach, die gepanzerten Kampfbären. Was die aushalten. Vorwärts, Männer! Konntet ihr hier die Speere werfen? Ich glaube, ihr konntet. Ihr konntet. Ich kann mich da gerade an die Kampagnenmission erinnern. Eure Beliebtheit steigt. Dann mache ich den ganzen Spaß mal so. Und mache hier ein kleines Loch. Zack. Klasse, nicht wahr? Mit Liebe. Mit Liebe zum Loch. Eine Menge Holz. Holz verkaufen ist eigentlich immer eine blöde Idee. Das Thema hat man schon öfters. Wir können mal mehr Stein holen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Eisen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wird das per Hand geschleppt oder nicht? Ah, der Ochse geht hin. Alles. Boah, Arschloch. Was waren da überhaupt? Ach, es waren Holzfälle. Bogenschützen, bereit machen. Sachsenhunde. Eure Soldaten sind bereit. Na, wer kennt's? Unsere Truppen werden angegriffen. Neue Befehle, Sire? Eine Nachricht von Siegfried. Oh, nö. Diese Zeiten sind nicht gut für uns. Eine Nachricht von Dietrich. Sieht aus, als seien wir in Schwierigkeiten. Los! Ja, Sire. Ja, mal wieder so das typische Schönbausyndrom.
Während wir hier schön alles vergolden, so den ganzen Popo um uns herum, geht alles den Bach runter. Hey, auf diese Weise sind viele Kulturen untergegangen. Von daher sind wir nicht mal Erster. Wir können uns nicht mal hinstellen und Erster brüllen. Unsere Bögen werden singen. Ich stelle mir das gerade kaputt vor. Erste Hochzivilisation geht unter und der König geht her. Junge, hau ab. Sagt nur, was ich tun soll. Eine Nachricht von Siegfried. Was für ein hässlicher Riese. Gut, ziehe ich die Hose eben wieder an. Das Vorratslager ist Nein. So. Na, ach, das Mauernbauen hier in der Waagerechten ist ziemlich doof. Die Burg ist umzingelt. So. Ja, damit kann man leben, würde ich sagen. Oh. Da fliegt was. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Muss ja nicht unbedingt dabei bleiben, dass wir hier... Komm, dann machen wir so ein Türmchen hierher. Bogenschützen, vorbereiten! Unsere Truppen werden angegriffen! Riese! Jetzt kommen sie nicht vorbei! Die schlaue Art zu waschen. Ich verstehe schon. Bereit! Mauerreinigungsdienst. Wir müssen echt aufpassen, dass da keine auf den Mauern stehen. Ich weiß noch, wie die wegballern. Wann habt ihr eure Speere wieder? Waffenbrüder, vorwärts. In Bewegung. Und ja, vorwärts, ihr braucht mich nicht daran zu erinnern. Ich weiß, dass ich hier gerade eine ziemliche Grütze zusammenspiele. Mir geht es auch gerade weniger darum, jetzt hier ultra super zu spielen. Tatsächlich nicht. Ich möchte mich so ein bisschen langsam einfinden und ich möchte eine schöne Burg bauen. Ist jetzt nicht ultra schön, das Ding. Und sehr ultra originell ist das Teil auch nicht. Es ist halt ein Rechteck. Aber hey. Haben wir eigentlich Käse gemacht? Wir haben Käse gemacht. Fleisch fehlt uns noch. Hühnerfarm. Chicken. Das passt da nicht hin, my lord. Nugget, Biscuit, Nugget in der Biscuit. Der Markt war nur für Autokauf und Verkauf, ich erinnere mich. Komm, hier kann mal ein bisschen was weg. Fleisch kommt bald rein. Da müssten wir noch für Getreide sorgen. Das Vorratslager, das können wir ja dahin voll, platzieren. Geht's wieder ab? Wir brauchen Armbrustschützen. Wir brauchen unbedingt Armbrustschützen. Ja, Sire? Ja, eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Eine Nachricht von Siegfried. Also an sich wäre es um einiges effizienter natürlich. Also das ist mir bewusst. Es wäre natürlich um einiges effizienter, hier einfach abzugrenzen und Bogenschützen drauf zu hauen. Das wäre das mit Abstand effektivste, aber... Irgendwie habe ich mir jetzt über die Jahre Stronghold angewöhnt, dann doch, auch wenn es effizient ist, abzugrenzen, doch irgendwas Schönes bauen zu wollen. Auch wenn es mein Untergang ist in vielen Fällen. In zu vielen Fällen. Viel zu vielen Fällen. Soll ich mir Gedanken machen? Waffen benötigt, Sire. Scheiß Riesen. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Wir könnten mal Waffen produzieren. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Braucht der Harnischmacher eigentlich Kühe? Das ist halt auch immer so ein Unterschied. Manchmal ja, manchmal nein. Ich mache auf jeden Fall mal Bögen. Dafür will ich ja hier so eine Produktionsmeile machen. Das war schon so gedacht von Anfang an. Achtung! Er haut nicht auf die Mauern. Das ist schon mal was Gutes. Befehl, Sire. Vorsicht, Männer! Eure Soldaten sind bereit.
Beschwören wir mal ein paar Ritter, bitte. Eine Nachricht von Siegfried. Lass die Schlacht beginnen! Was brauchte dein Pferd? 20 Ehre, das geht. Geht es in die Schlacht? Ein harter Kampf! Ihr seid mein Gebieter! Pferde hätte ich auch schon ein bisschen eher holen können. Ist mir so langsam irgendwie bewusst. Vorratslager ist wegen Holz, oder? So viel zum Thema wegen Holz verkaufen. Die Geschichte wartet. Ein schönes Torhaus. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Was denn? Warum könnt ihr Tribocke bauen? Warum sind hier so viele Truppen? Ich akzeptiere, dass Schönbauen nicht die beste Maßnahme ist. Schade drum eigentlich. Beziehungsweise müsste ich mich erstmal besser ins Spiel eingespielt haben und die Mechaniken besser verinnerlicht haben, wieder. Bevor ich hier anfange, das Spiel herauszufordern. Andererseits sollte ich hier noch nicht unbedingt aufgeben. Hoffen wir mal, dass hier ein Holz kommt. Holen wir mal Ritter raus, los. Marschieren wir? Hallo, da! Mein nobler Herr! Sieht doch gar keinen Grund aufzugeben. Meine schönen. Der Burgherr wird angegriffen! Was bekümmert euch, Sire? Obwohl, wenn ich mir das gerade so anschaue, sehe ich dann doch den einen oder anderen Grund aufzugeben. Das wird hart! Der Lord ist gar nicht in der Burg, Leute. Geht mal wieder raus. Hier ist niemand zu Hause. Holle. Eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. So. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Die Burg ist umzingelt. Ich brauche jetzt mal Türme hier drauf. Mein Schwert ist das eure. Gott, hält der Tribok viel aus. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. Ich folge eurem Banner. Eine Nachricht von Siegfried. Wir haben verloren. Blast zum Rückzug. Gott, ich habe eine halbe Ruine. Das könnt ihr nicht tun. Nein. Die Mauern hier. Ich versuch's mal mit Einzelwellen. Vielleicht besser. Unsere Truppen werden angegriffen. So, jetzt hätte ich hier wirklich gerne mal bessere Türme. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Ja, sag mal. Aber erstmal hier Welle zumachen, oder? Okay. Nahrung funktioniert ja irgendwie. Zumindest irgendwie, das ist schon mal ein Anfang. Eigentlich brauchen wir kein Brot, um glücklich zu sein. Aber wir können es machen. Von daher würde ich es trotzdem probieren. Das kommt direkt davor. Hi, guten Tag, dass ihr da seid. Guten Tag, dass ihr da seid. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Wohlbedacht war das. Eine Nachricht von Siegfried. Öffnet die Tore! Wir ziehen in die Schlacht! Eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihre Gebäude nieder! Ich baue die Farm doch nicht zum Spaß. Na gut, eigentlich schon, aber das soll doch nicht so offiziell sein. Sagt nur, was ich tun soll. Ich brauche jetzt echt mal mehr Steine. Mann! Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. Geht es in die Schlacht? Uiuiui, da hat ja echt mein Ritterbein da weggeflext. Ich weiß halt auch nicht, ob das Spiel jetzt rebalanced ist, auf gewisse Weise. Ob jetzt irgendwelche Einheiten verändert wurden, aber es steht immer noch Version 1.3 da. Wie damals. Also es muss nicht sein, dass es jetzt anders ist. Ja, leck mich doch. Ah, die kommen hier echt da lang. Waffen alles vorzubereiten.
Okay, soll heißen, wir brauchen mehr Verteidigung. Rekruten benötigt, Sire. Holz geht noch gut rein, das passt. Lass die Schlacht beginnen. Getreide möchte ich wieder anfangen. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Die Geschichte wartet. So, wir reiten nochmal vorbei und hetzen ein paar Ritter rein. Wenn wir schon mal Spezialfähigkeiten haben, diese Art sollten sie mal nutzen. Wir selbst kümmern uns um die Palisten und das ganze Zeug. Mich wundert es echt, dass die Tripoke bauen können. Ich dachte, das war so ein Bonus von den Guten. Aber er ist eben Eis. Oder ist es geskriptet irgendwie? Das kann auch sein. Eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihr Gebäude hi. Waffen benötigt, Sire. Vorwärts! Hier lang! Ritter bleibt mal da. Und haltet ihr mal auf. Was bekümmert die machen echt übel Schaden dafür, dass es Ritter sind. Das ist ja Wahnsinn. Unsere Schwerter sind die euren. Eine Nachricht von Dietrich. Ab acht! Ich komme euch zu holen. Ich verstehe immer so eine Nachricht vom Dietrich. Hört man nur so eine aufgehende Tür, so eine quietschende. Verstehe. Gewieft. Gut, die werden abgeballert. Dafür haben wir extra Nahkämpfer auf den Wellen gelassen. Wir müssen aber echt mal gucken, dass wir die ganzen... Mein Schwert ist das eure. Die verdammten Leiterträger die ganze Zeit. Mach mal das Ding weg. Ich folge eurem Banner. Eine Nachricht von Siegfried. Wir haben verloren. Nein, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ihr Wichse! Wir sind zu dicht am Feind für den ich werde überhaupt nicht aggressiv hier. Alter. Ich hasse euch. Lanzenträger konnten das doch genauso, oder? Die Leitern umstoßen. Konnte es nicht sogar jeder hier? Ey, Hans Jeder, komm mal her. Eine Nachricht von Dietrich. Lass zum Angriff! Ah, sie machen weg. Leute, jetzt bleibt mal ruhig. Sieht aus, als seien wir in Schwierigkeiten. Wir können doch über alles reden. Wir können doch über alles waden, ne? Soweit dachte er wahrscheinlich auch. So, jetzt hätte ich mal gern wirklich was ein paar. Sagt ihr, mein Lord? Euer Befehl. Alter, leck mich doch. Jo. Eine Nachricht von Siegfried. Das schaffst du, Artus. Du hast die Macht der Fruchtzwerge in dir. Scheiße, unsere Ritter brauchen noch ein bisschen. Holen wir noch ein paar Bogenschützen. Komm, hier kann ein bisschen was weg, hier kann ein bisschen was weg. Swag. Hier kann ein bisschen was weg. Der Burgherr wird angegriffen. Himmel, Herrgott. Waffen benötigt, Sire. Waffenproduktion bitte. Wo? Da. Da. So. Mechanisch auf jeden Fall. Unsere Bogenproduktion ist wieder kaputt. Das finde ich sehr löblich. Unsere Sehnen sind gewachsen. Wo zum Teufel? Was macht ihr da? Hab ich den Sammelpunkt echt hier gesetzt? Bereit. Eine Nachricht von Dietrich. Mist. Jetzt haben sie mich getötet. Mann. Ist jetzt die Frage, wollen wir einfach effektiv abgrenzen beim nächsten Mal? Oder wollen wir nochmal so spielen? Ich fand es auf irgendeine Weise herausfordernd auf diese Weise. Wenn ich von Anfang an weiß, was ich mache, wird es funktionieren. Glaubt mir. Ich probiere es nochmal.